Jakobus Kapitel 3 von Anfang. Jakobus 3 von Vers 1 bis Vers 12. Liebe Brüder, unterwindet sich nicht jedermann, Lehrer zu sein, und wisset, dass wir desto mehr Urteil empfangen werden. Denn wir fehlen alle mannigfaltig. Wer aber auch in keinem Wort fehlt, der ist ein vollkommener Mann und kann auch den ganzen Leib im Zaum halten. Siehe, die Pferde halten wir in Zäumen, dass sie uns gehorchen, und wir lenken ihren ganzen Leib. Siehe, die Schiffe, ob sie wohl so groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wo der hin will, der es regiert. Also ist auch die Zunge ein kleines Glied und richtet große Dinge an. Siehe, ein kleines Feuer, welch einen Wald zündet's an. Und die Zunge ist auch ein Feuer, eine Welt vor Ungerechtigkeit. Also ist die Zunge unter unseren Gliedern und befleckt den ganzen Leib und zündet an allen unseren Wandeln, wenn sie von der Hölle entzündet ist. Denn alle Natur der Tiere und der Vögel und der Schlangen und der Meereswunder wird gezähmt und ist gezähmt von der menschlichen Natur. Aber die Zunge kann kein Mensch zähmen. Das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Durch sie loben wir Gott, den Vater, und durch sie fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus einem Munde geht Loben und Fluchen. So soll es, liebe Brüder, nicht sein. Quillt auch ein Brunnen aus einem Loch süß und bitter? Kann auch, liebe Brüder, ein Feigenbaum Ölbeeren oder ein Weinstock Feigen tragen? Also kann ein Brunnen nicht salziges und süßes Wasser geben. Das Thema, worüber wir nachdenken wollen, ist unsere Zunge, und ich denke, wir haben es alle verstanden. Die Schrift spricht von Zunge, von Mund, von Lippen und von Worten. Das ist ein Paket und ein Bündel. Und wenn man eins sagt, dann meint man auch alles andere mit dabei, weil ein Wort kann nur dann herauskommen, wenn wir die Zunge benutzt haben und wenn wir den Mund geöffnet haben. Es ist uns allen ganz klar und deutlich. Nun, im Allgemeinen ist es so, dass wir, wenn wir an die Zunge denken, dann denken wir, die Zunge ist da, um zu schmecken und zum Reden. Das ist so im Allgemeinen. Aber wir haben gelesen, dass die Zunge einen viel, viel tieferen Sinn hat als nur das Oberflächliche. Und ich werde oder möchte es nennen, dass die Zunge ein sehr komplizierter und ein sehr harter Knoten in unserem Leben ist. Und darüber nachzudenken, ist es wirklich sehr wichtig. Wenn wir jeden Tag ein und dieselbe Strecke zur Arbeit fahren, dann denken wir nicht irgendwann mal so, das Auto kennt den Weg schon alleine, ich brauche nicht mehr aufpassen. Nein, wir müssen jeden Tag vorsichtig sein. Und es gibt auf unseren Wegen oft Kreuzungen oder Stellen, wo wir besonders aufpassen müssen. Und ich würde sagen, es ist manchmal eine Kunst, auf der Straße heil nach Hause zu kommen. Das geschieht natürlich durch die Gnade Gottes.
wenn man immer wieder gesund nach Hause kommt. Aber es ist nicht kompliziert und wir müssen aufpassen, wir müssen sehr aufpassen. Und so haben wir gelesen, dass die Zunge etwas ist, was wir Menschen nicht unter der Kontrolle haben. Nun, ich bin mir sicher, dass jeder von uns schon mal es erlebt hat und vielleicht nicht nur einmal, sondern oft, und hat gedacht, ach, hätte ich doch nur meinen Mund gehalten. Warum musste ich meinen Mund aufmachen? Ist nicht so? Ich glaube, das ist so. Und oft hat es uns dann sehr leid getan, dass wir etwas gesagt haben. Man musste Sachen aufräumen, Sachen gut machen, in Ordnung bringen. Das hat einem vielleicht schwer gefallen. Aber die Worte sind rausgekommen. Wir haben irgendwie nicht vernünftig aufgepasst. Und die Zunge ist ein sehr interessantes und ein sehr merkwürdiges Glied von unserem Körper. Zum Beispiel, ein Arzt kann an unserer Zunge feststellen, ob wir krank sind oder auch nicht, oder was für eine Krankheit wir haben. Die Zunge ist gut geschützt in unserem Körper, ist zu. Die Zunge hat so viel wie keine Krankheiten. Ja? Ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich bin krank an meiner Zunge. Die Zunge hat auch keine Schmerzen, so wie Ohrenschmerzen oder Halsschmerzen oder Kopfschmerzen. Das Einzige, was uns passieren kann, das ist, dass wir vielleicht unsere Zunge verbrennen, wenn wir was Heißes getrunken oder gegessen haben und dann eine Zeit lang ein Problem haben. Oder man kann auch auf die Zunge beißen, wenn man nicht vorsichtig genug ist. Aber es passiert sehr selten. Ich habe auch noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, oh, meine Zunge ist so müde. Also die Zunge wird nie müde. Und noch ein sehr interessantes Ding ist, dass die Zunge ist etwas, was da zeigt, was in uns Menschen drin ist. Ja, wenn wir Leute sehen, dann können wir sehr vieles feststellen an ihren äußeren Aussehen, aber das kann uns auch sehr, sehr täuschen. Aber wenn wir den Mund aufmachen und Worte sagen, etwas sagen, dann zeigt es, was in uns drinne ist. Und es wird nicht umsonst gesagt, was in unserem Herzen ist, in unserem inneren Menschen, das bringt die Zunge hervor. Nun, warum ist es so wichtig, Acht zu haben auf unsere Zunge? Und wir haben ja gelesen, dass Jakobus warnt, dass nicht jeder sich unterwinde, ein Lehrer zu sein. Warum? Weil ein Lehrer eine große Menge von Leuten beeinflusst. Und wenn ein Lehrer eine falsche Lehre bringt, so hat er sehr viele Leute beeinflusst. Heutzutage leben wir in einer Zeit, wo gute Redner sehr gefragt sind, in jedem Beruf. Vor allem, wenn man irgendwas verkaufen möchte. Und es gibt Leute, die sehr gut reden können, die so gut reden können, dass Leute kaufen das, was sie überhaupt nicht brauchen. Oder dass man Dinge glaubt, die überhaupt nicht stimmen. Und jemand hatte sich mal so ausgedrückt, ich weiß, dass der Mensch lügt, aber es ist so interessant, ihm zuzuhören. Und jemand hat mal so gesagt, der die Redenskunst beherrschte, er hat gesagt, ich werde lügen und Leute werden mir glauben. Und sowas gibt es. Da sind wir Zeugen davon. Die Worte oder das, was unsere Zunge hervorbringt, hat eine bestimmte Macht, eine bestimmte Kraft. Wir wissen, dass Gott der Herr die Schöpfung durch sein Allmachtswort geschaffen hat.
Und die ganze Schöpfung wird heute getragen und erhalten durch das Wort des Herrn. Aber wir Menschen mit unseren Worten haben auch bestimmte Macht. Macht auch über uns, Macht auch über andere. Und ich denke, wir haben das alle erfahren, wenn jemand zu uns was sagt und das bei uns aber fraglich ist und nachher wir erfahren oder es wird uns auch gesagt, dass der und der hat das gesagt, dann ist es glaubwürdig, es hat eine Kraft, es hat eine Macht. Mein Vater erzählte eine Geschichte aus vergangenen Zeiten. Und es war interessant zu hören. Die meisten, die aus Russland kommen, kennen die kaukasische Völker. Und das sind sehr hitzige, sehr heiße Leute, sehr ehrgeizige Leute und auch jähzornige Leute. Und manche haben die kennengelernt, die wissen ganz genau, wovon ich rede. Und es kam vor, dass zwei Männer sich stritten. Und sie stritten so hart, dass es um Leben und Tod ging. Und was machten denn die Frauen? Die Frauen holten schnell irgendeinen alten Mann oder irgendeine alte Oma. Und wenn dieser alte Mensch gesagt hat, ihr hört ja sofort auf, hörten diese Männer auf. Eine Macht, eine Kraft, eine Autorität. Also die Eltern haben bestimmte Macht, auch Autorität bei den Kindern. Und so wissen wir, dass so manch ein Mensch bestimmte Autoritäten besitzt. Gut, wenn diese Autorität, diese Macht auch richtig benutzt wird, aber wenn sie nicht richtig benutzt wird, dann kann es große Probleme geben. Ein Ergebnis aus Russland, da hatte eine Gemeinde eine Erlaubnis bekommen, ein Bethaus zu bauen. Und da wurde hin und her dann eben diskutiert und geplant, wie machen wir das am besten. Und dann kam es dazu, dass sozusagen die Hälfte sagte, wir werden ein schönes, ein schickes Bethaus bauen. Die anderen sagten aber, wir bauen ein einfaches Haus nach unseren Bedürfnissen. Es ist ein Bethaus. Und so wurde hin und her gestritten. Man kam nicht zu einem Ziel. Und dann irgendwer sagte dann den Vorschlag, wir haben einen alten Bruder bei uns. Der hat große Autorität. Lass uns ihn fragen. Und was er sagt, das werden wir dann auch tun. Der Bruder wurde gefragt und der war noch von der alten Garde und er hatte ein Verständnis, dass, und er sagte das auch, ein Bethaus muss das schönste Haus im Dorf sein. Ja? Wir kennen das aus der Geschichte von früher, auch in Deutschland haben wir gesehen, so manche Kirchen, das waren die schönsten Gebäude, prachtvollsten Gebäude in einem Dorf oder in einer Stadt und so. Wurde dann auch ein sehr schönes und schickes Bethaus aufgebaut. Nun, natürlich sah das die KGB. Und was machten die? Die konnten das nicht vertragen, dass da so ein schönes, schickes Haus ist. Das wurde weggenommen und daraus wurde ein Haus für Kommunistenkinder. Ein Dom Pionierow nannte man das auf Russisch. Es wurde der Gemeinde weggenommen. Nachher aber, durch Gottes Gnade, hat die Gemeinde das Haus wieder zurückbekommen. Aber dieser Mann hatte eine bestimmte Autorität, eine bestimmte Macht und es wurde auch gehorcht. Es ist sehr wichtig, dass wir auch, wenn wir Leute kennen, auch einfach prüfen, auch wenn die Autoritäten in unseren Augen haben, auch einfach prüfen, was die sagen. Und jemand hat sich mal so ausgedrückt, wenn
jemand in einer Menge genug Autorität hat, der kann den größten Unsinn sagen und die Menschen werden es annehmen und glauben. Leider ist es so. Aber wir sollen und dürfen das prüfen. Interessant ist, dass die Vollkommenheit eines Menschen wird an dem festgestellt, wie er seine Zunge beherrschen kann oder kontrollieren kann. Wenn er seine Zunge im Zaum hält, wenn er die Kontrolle über die Zunge hat, dann ist es ein vollkommener Mann. So sagt die Bibel hier. Wir haben in den Versen 3 und 4 gelesen, dass unsere Zunge einmal mit Zügel oder Zaum, mit einem Ruder und mit einem Feuer verglichen wird. Wer sich etwas mit Pferden auskennt, oder wir haben auf jeden Fall gesehen, ein Pferd hat immer einen Zaum im Gebiss, im Mund. Anders kann man es ja nicht lenken. Und ein Schiff, ein Boot, hat immer ein Ruder. Und das sind verhältnismäßig kleine Teile, aber die ein großes Teil lenken. Und ein ganz kleiner Funke kann einen großen Wald anzünden. Wir haben auch gelesen, dass die Zunge eine Welt voll Ungerechtigkeit ist. Nun, ich denke, dass es uns oft gar nicht klar ist, was unsere Zunge alles anrichten kann. Die Zunge kann unseren ganzen Leib beflecken. Nehmen wir an, wir haben jemanden getroffen, vielleicht kennen wir den Menschen nicht, vielleicht auch ja, und er hat etwas gesagt und etwas, was in unseren Augen diesen Menschen ganz niedergeschlagen oder wo wir auf einmal eine Meinung bekommen haben, das ist kein guter Mensch. Also eine Zunge, die kleine Zunge, kann unseren ganzen Leib beflecken und unsere Zunge kann auch nicht nur unser Leben beeinflussen, weil oft ist es so, was ich gesagt habe, das bemühe ich mich dann auch zu tun. Und wenn ich es gesagt habe, dann tue ich es auch. Aber auch andere, dass man eigene Meinung auch anderen Leuten aufdrängt. Dann haben wir in Vers 7 gelesen, dass der Mensch die Tiere zähmen kann. Und da glaube ich auch, dass wir alle schon mal gesehen haben, irgendwo im Zirkus, wie man wilde Tiere, Löwen, Tiger, Bären, vielleicht Wölfe, wie man sie zu etwas erzogen hat oder auch ihnen etwas beigebracht hat, wo die ganz genau zuhören, was der Mensch dann eben, der Herr über sie dann eben sagt. Und das ist interessant zuzuschauen, ob das jetzt Delfine sind oder ob das jetzt Robben sind oder ob das bestimmte Vögelarten sind. Und dies sagt die Schrift, dies alles kennen wir Menschen zäumen oder dies können wir alles unter die Kontrolle kriegen, aber nicht unsere Zunge. Vers 8, aber die Zunge kann kein Mensch zähmen, das unruhige Übel voll tödlichen Gifts. Ich bin mir auch sicher, dass jeder von uns schon mal sehr stark gekränkt wurde, dadurch, dass jemand über uns etwas gesagt hat. Und die Wirkung negativer
Worte spüren wir nur dann, wenn sie uns angehört. Wenn wir etwas über den anderen sagen, dann spüren wir das nicht. Und das ist auch oft so, und ich denke, gerade die Russlandsdeutschen, die durch Deutschland oder über Deutschland nach Kanada gekommen sind, sind in einer Atmosphäre gewesen, bei den Einheimischen ist es sehr gang und gäbe, die Meinung sagen. Dem habe ich aber mal richtig meine Meinung gesagt. Und dann, wie ist es dann, wenn wir da was gehört haben? Können wir dann unseren Mund halten oder sagen wir dann genauso zurück? Und unser Mund, unser Reden kann sehr viel zerstören. Es kann Ehen zerstören, es kann gute Verhältnisse, gute Verbindungen zerstören, es kann Familien, es kann Gemeinden zerstören, weil irgendwer seinen Mund nicht halten konnte. Man hat das rausgebracht, was gerade einem im Herzen war. Man hat die Zunge nicht kontrolliert. Und hier ist gesagt, voll tödlichen Gifts. Nun wäre es sich klar in dem, dass unsere Zunge voll von tödlichen Gifts ist. Ich glaube niemand, aber es steht hier so geschrieben. Vers 9, durch sie loben wir Gott, den Vater, durch sie fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Wir haben hier eine Gegenüberstellung von Loben, Gott dem Herrn loben und Fluchen sein Geschöpf. Nun, mit dem Wort Fluchen, denke ich, können wir nicht allzu viel anfangen. Und das Wort Fluchen hat einen tiefen Sinn. Loben oder segnen und fluchen. Ich möchte nur kurz dazu sagen, wenn wir loben oder segnen, das hat mit der positiven Kraft, mit der Kraft Gottes zu tun. Und es hat eine Auswirkung auch auf andere Menschen. Und wenn wir jemanden fluchen oder jemanden verfluchen, es hat mit der negativen Kraft, mit der Kraft des Feindes zu tun. Und das hat auch seine Auswirkung. Die meisten von uns sind in gläubigen Familien aufgewachsen und wir kennen das Fluchen nicht. Aber die aus Russland kommen, die wissen, dass bei den Russen es gang und gäbe ist, das Fluchen. Als wir nach Deutschland kamen, war ich so froh und dankbar, dass ich das Ganze nicht mehr anhören brauchte. Und irgendwann mal machte ich Umschulung und dann kamen wir in eine Gruppe, wo wieder viele Russlandsdeutsche waren und dann ging das alte Lied wieder los. Es ist sowas Belastendes, sowas Belästigendes, wenn Leute fluchen. Nun, ich denke, das Fluchen ist etwas, was ein Mensch Negatives einem anderen Menschen sagt, ja? Im Segnen, dann wünschen wir was Positives. Im Fluchen, dann wird etwas Negatives den anderen ausgesprochen. Und keiner von uns möchte sowas hören. Und es ist aber unter bestimmten Völkern ist das so, dass wenn jemand mir was angetan hat und ich ihm sehr böse bin, dann kann ich auch fluchen oder ihm verfluchen. Und die Schrift sagt, so soll es nicht sein. Dann finden wir auch, dass in Vers 11 eine Quelle, ein Brunnen uns dargestellt ist und diese Quelle, die kann nicht süßes oder gutes Wasser und schlechtes Wasser vorbringen,
sondern entweder gutes Wasser oder schlechtes Wasser. Auch kein Baum kann unterschiedlich, ein Feigenbaum kann nicht Ölbeeren bringen und ein Weinstock Feigen tragen. Es ist unmöglich. Wenn Gott der Herr einen Feigenbaum geschaffen hat, dann bringt das Feigen. Wenn ein Weinstock, der bringt Weintrauben. Und also kann auch ein Brunnen nicht salziges und süßes Wasser geben. Nun, was können wir davon lernen oder was können wir mitnehmen? Als erstes denke ich, dass wir uns einfach fragen, habe ich, hast du unsere Zunge unter der Kontrolle? Und das Wort hat uns gesagt, dass wir Menschen das nicht imstande sind. Wir werden das nie schaffen. Wir brauchen gar nicht uns bemühen, wir können das aufgeben. Das Einzige ist, wenn wir unsere Zunge Gott, dem Herrn, weihen und bitten, in Demut, Herr, ich kann nicht meine Zunge beherrschen, ich brauche dich, ich muss dich haben. Und der Herr wird solches erhören. Lass uns mal in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen mal beobachten, wenn wir zusammen mit Leuten sind, über was redet man? Ich denke, in den meisten Fällen, wenn wir reden, dann reden wir über andere Leute. Und es ist nichts Verkehrtes, über andere Leute zu reden, solange es positiv ist, solange es gute Dinge sind. Aber wenn es schlechte Dinge sind, dann haben wir und unsere anderen ein Problem. Die Worte haben eine Wirkung an uns, die uns beeinflussen, wie ich schon sagte. Die Worte können uns verfolgen, man hat mal was gehört und sie verfolgen uns. So habe ich einen Bruder, den ich schätze, aber jemand hat mir das was erzählt über ihn aus seiner Vergangenheit. Und jedes Mal, wenn ich den Bruder sehe, dann denke ich daran. Ich will nicht, aber es ist da. Es wäre viel besser, wenn ich nie das gehört hätte. Und so gibt es Dinge, die wir irgendwann mal von jemandem gehört haben und die belasten uns, die lassen uns nicht los. Wir können sie nicht loswerden. Die kommen immer wieder vor. So wirkungsvoll sind Worte. Nun, wir haben in der Schrift sehr viele Ermahnungen, auch sehr viele Verse, die uns helfen, wie wir richtig umgehen sollen mit unserer Zunge. Ich möchte etliche Stellen aus den Sprüchen lesen. Wer seinen Mund bewahrt, der bewahrt sein Leben. Sprüche 13,3. Die Weisen bewahren ihren Mund, Sprüche 14,3. Der frommen Mund errettet, Sprüche 12,6. Des gerechten Mund ist ein Brunnen des Lebens, Sprüche 10,11. Lass meinen Mund deines Ruhmes und deines Preises voll sein, täglich, Psalm 71,8. Sein Lob soll immer da an meinem Munde sein, Psalm 34,2. Die Hauptaufgabe von unserer Zunge, die wir bekommen haben, und das ist ein Geschenk von Gott, wenn ein Mensch reden kann. Es gibt Leute, die können nicht reden, aber soweit ich weiß, dürfen wir und können hier alle reden. Und die Hauptaufgabe ist uns gesagt in Hebräer 13,15, das ist der Lobopfer. Unserem Herrn loben, unserem Herrn danken, unseren Herrn groß machen, seine herrliche Taten verkündigen, Psalm 143,5. Eure Rede sei allezeit lieblich und mit Salz gewürzt, Kolosser 4,6. Denn wer leben will und gute Tage sehen, der schweige seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen
dass sie nicht trügen. 1. Petrus 3,10. Lasset kein faul Geschwätz aus eurem Munde gehen. Epheser 4, 29. Und noch eins ist wichtig zu betonen, Schweigen. Schweigen ist eine Kunst und Schweigen ist ein Geschenk. Wie ich schon erst erwähnte, meistens, wenn wir etwas Negatives zu hören bekommen, dann geben wir sofort genauso zurück, vielleicht noch schlimmer. Wenn jemand schweigen kann, wenn er vielleicht geschimpft, vielleicht sogar verflucht wird, dann ist das eine Kunst. Und ich meine, wenn jemand sowas schon mal getan hat, dass er über jemanden seine Meinung gesagt hat und der Mensch still gewesen ist, dann ist es nicht immer ein Zeichen davon, dass der Mensch nichts zu sagen hat, sondern es kann ein edles Zeichen sein davon, dass dieser Mensch einfach denkt, ich halte meinen Mund, ich sage nichts, damit ich nicht etwas anrichte, was ich nachher bereuen werde. Nun, wir haben heute vieles gehört. Wir können heute auch sehr vieles mitnehmen. Und mein Wunsch und mein Gebet ist, dass der Herr uns doch es groß machen und auch verständlich machen würde, den Wert von den Worten, den Wert unserer Zunge, und dass, wenn wir unser Problem eingesehen haben, auch zu ihm kommen mit unserem Problem, es ihm sagen und dass er uns helfen kann, unsere Zunge unter der Kontrolle zu haben und dass unsere Zunge ein Werkzeug zum Lobe und der Herrlichkeit unseres Herrn könnte sein. Amen. Lass uns noch aufstehen zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass du ein Gott der Liebe bist und du beschenkst uns reichlich mit irdischen geistlichen Gaben und Segnungen. Wir möchten dir immer wieder danken für die Gabe aller Gaben, deinen Sohn Jesus Christus und die Rettung in ihm und den Glauben an dich, der du der einzig wahre, lebendige Gott bist. Wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Gabe des Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass wir uns ungestört versammeln dürfen in deinem Hause. Und du hast heute zu uns geredet und wir möchten dich ganz herzlich bitten, dass du uns hilfst, unseren Mund zu halten, wo wir ihn zu halten haben, dass wir reden, wo wir zu reden haben, dass wir die Kontrolle, nicht wir, sondern du, Herr Jesus Christus, die Kontrolle über unseren Mund, über unsere Zunge hast. Wir bitten dich um deine Gnade und bitten dich um deinen Segen. Amen.